Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe Biodiversität sind wir jetzt bis zur sechsten Vorlesung vorgedrungen und haben uns jetzt mit Ach und Krach zu den Gewebetieren, den Eumetazoa, vorgekämpft, die wir uns heute genauer anschauen werden. Dabei werde ich erstmal natürlich unter Punkt 1, wie immer, die grobe Taxonomie dieser Eumetazoa vorstellen, um dann in die einzelnen Untergruppen reinzugehen. Das ist dann erstmal Punkt 2, die Rippenquallen, die Cetanophora. Dort schauen wir uns dann genauer Aufbau, Fortpflanzung und Ökologie von diesen an. Dann kommen wir zur nächsten Untergruppe der Gewebetiere, die Nesseltiere, Cnidaria. Und da möchte ich euch gerne sowohl Aufbau als auch Funktion der Nesselzellen vorstellen. Aus dem einfachen Grund ist es ein sehr, sehr wichtiges Merkmal. Es ist außerdem ein sehr interessanter Vorgang und oftmals leider falsch verstanden und falsch zugeordnet. Von daher besonderes Augenmerk darauf. Unter Punkt 4 kommen wir dann zu den zwei Seidentieren, den Bilaterien, mit denen es dann anschließend in Vorlesung 7 weitergeht und zu denen wir auch zählen. Okay, los geht's mit der Taxonomie der Eumetazoa. Folgende taxonomische Gruppen gehören zu diesen, und zwar die Rippenquallen, die Cetanophora. Klassistisch betrachtet ist das ein Stamm. Ein weiterer Stamm sind die Nesseltiere, die Cnidaria. Und die letzten, die dazu gehören, sind die zwei Seidentiere, die Bilateria, die aktuell noch ranglos sind. Machen wir mal eine kleine Wiederholung zu den Gewebetieren, damit wir wieder ein bisschen reinkommen. Wörtlich übersetzt bedeutet Eumetazoa echte Nachtiere. Wie wir wissen, sind diese ranglos. Und darin befinden sich quasi alle Tiere außer Schwämme und Scheibentiere. Folgende Merkmale sind zur Abgrenzung wichtig. Erstens, der Name sagt es bereits, sie haben echte Gewebe, verfügen also über Sinnes-, Nerven-, Epithel- und Muskelzellen. Zweitens, bei der Entwicklung des Embryos kommt es zur Ausbildung zwei verschiedener Keimblätter, den sogenannten Ekto- und Endoderm. Drittens, alle Vertreter haben sowohl Mund als auch Darm, können wir, denke ich, bei uns auch ganz gut selber beobachten. Und viertens, der Aufbau ist entweder radialsymmetrisch, das heißt kreisförmig wie der hier abgebildete Seestern, oder bilateral, das heißt, es gibt irgendwo eine Spiegelebene und wenn wir die beiden Seiten betrachten, sind die relativ identisch. Ich habe jetzt als Beispiel mal den Mensch gewählt, wenn wir uns jetzt quasi senkrecht spiegeln würden. Wir sehen nicht komplett identisch aus, aber wir sind es halt ungefähr, das genügt schon. Es muss nicht 100% identisch sein. Damit kommen wir zu den Rippenquallen, die Cetanophora. Interessant ist, wo das Wort denn eigentlich herkommt. Es kommt von den altgriechischen Worten Ktenos, was so viel wie Kamm bedeutet, und Phero, was tragen bedeutet, weshalb man sie eigentlich als Kammträger übersetzen könnte, wenn man sie wörtlich übersetzt. Und diese Namen spielen auf die bei Tiefseearten leuchtenden Plättchen auf ihrer Außenhülle an, die auf den ersten Blick, wir sehen es hier dargestellt, wie ein Kamm oder halt Rippen erscheinen, also entweder Kammträger oder Rippenquallen. Ich würde nebenbei empfehlen, dass ihr den Begriff Kammträger verwendet, denn Rippenquallen ist nicht ideal dafür, was wir gleich sehen werden, denn diese Cetanophora haben keine Nesselzellen. Und das ist eigentlich das wichtige Merkmal für Quallen. Und das ist genau das Problem, was ich mit den deutschen Namen habe und was auch wahrscheinlich andere Leute, die sich mit Biodiversität, Kladistik, Taxonomie etc. beschäftigen. Es sind einfach keine Quallen von per Definition her, aber im deutschen Namen steckt es drinnen. Das wirkt, ja, es wirkt unfertig und verwirrend. Interessant ist auch, dass die Vertreter der Rippenquallen meist nur einige Zentimeter groß werden. Es gibt allerdings auch eine Ausnahme, und zwar alle Vertreter der Ordnung der Castida. Rechts hier abgebildet ist Castum veneris. Die können bis zu 1,5 Meter groß werden und, wie ihr seht, auch recht kunstvolle, schöne Form annehmen. Arten, die in tiefen Gewässern vorkommen, haben in der Regel Biolumineszenz. Was bedeutet das? Sehr einfach ausgedrückt. Das ist die Fähigkeit, Licht zu erzeugen. Fast alle Vertreter sind radialsymmetrisch aufgebaut, haben also einen einheitlichen, kreisförmigen Aufbau. Die Rippenquallen stellen auch einen Großteil des Zooplanktons dar und können als sogenannte Neozoen oder auch Invasoren, also Eindringlinge in andere Gebiete, aufgrund ihrer schnellen Vermehrung eine starke Nahrungskonkurrenz bilden und einheimische Arten verdrängen. Das ist zum Beispiel im Schwarzen Meer passiert. Da breiten sich die Vertreter halt immer weiter aus und gefährden damit andere Arten und ja eigentlich sogar damit auch das andere, das Ökosystem.
Schauen wir uns aber mal den Aufbau dazu etwas genauer an. Die Oberseite ist von einer Mundöffnung geprägt, mit der wird halt die Nahrung, hauptsächlich Plankton, kleine Krebse und andere Quallen, aufgenommen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Statozyste genannte Gleichgewichtsorgan, welches der Navigation dient. Und der Aufbau von dieser ist recht interessant. Erstmal kurz zum Namen, übersetzt bedeutet so viel wie stehende Blase. Und dieses Gleichgewichtsorgan von diversen Wirbeltieren ist so aufgebaut, dass wir außen quasi eine Schicht haben von Nervenzellen und innen haben wir eine mit Flüssigkeit, hier mit 1 dargestellt, gefüllte Blase, in der ein sogenannter Statolyph, das hier mit 2 dargestellt, in Form eines Sand- oder Kalkkornes liegt. Und wenn sich nun der Organismus bewegt, dann bewegt sich auch dieser Statolyth und berührt so dann die Sinnesherrschen. Das heißt, je nachdem, wie seine aktuelle Lage ist im Verhältnis zum Massepunkt der Erde, weil durch die Schwerkraft wird er quasi alles Richtung Erdmitte gezogen, werden verschiedene Nervenzellen aktiviert und dieser kinetische Reiz an dieser angrenzenden Sinneszelle wird zu einem elektrischen Reiz umgewandelt und über die Nervenfasern, hier in 5 dargestellt, zu diesen weitergeleitet. Ein sehr simpel gebautes, aber recht effizientes System. Kommen wir weiter zum eigentlichen Aufbau. Hier in 3 dargestellt sind die Tentakel. In der Regel haben alle Vertreter 2 relativ lange davon. Und auf diesen befinden sich Tentillen genannte Fortsätze, die der Ergreifung von Beute dienen. Und manchmal über sogenannte Koloplasten, hier in 4 dargestellt, genannte Klebkörperchen verfügen. Und die unterstützen das, wie der Name schon sagt, indem die Organismen dranhängen, indem sie sich verheddern. Man muss sich das so ein bisschen wie ein Klettband vorstellen. Von der Umwelt abgegrenzt werden die Rippenquallen durch 2 farblose Zellschichten, das ist einmal die Ektodermis, die Außenhaut, und die Gastrodermis, die Innenhaut, hier in 5 dargestellt. An den Mund schließt sich der Schlund an, in der die Nahrung bereits vorverdaut wird, ist quasi wie unsere Speiseröhre, nur halt schon mit einer Verdauungsfunktion, die wir teilweise im Mund haben. Die Nahrung gelangt dann in das Gastrovaskularsystem, den Gastralraum, vereinfacht gesagt Verdauungstrakt. Und von da aus wird sie in den Magen, hier mit 8 dargestellt, transportiert, wo sie zersetzt wird. Am Ende des Gastralraums befinden sich 2 Analporen, hier 9 gestellt, die allerdings nicht der Ausscheidung dienen. Auch das wird in mancher Literatur leider etwas falsch dargestellt. Interessant ist auch, hier in 10 dargestellt, die Geiselrosetten, denn die sind in der Lage, in die Mesoklea Wasser ein- und auszupumpen, also in die Zwischenschicht. Und damit die Gesamtdichte und damit der Auftrieb der Rippenqualle zu steuern. Das ist quasi wie die, kann man sich vorstellen, wie die Schwimmblase von einem Fisch. Wenn Wasser aufgenommen wird, natürlich gleicht man sich dem Gewicht des Wassers an und kann eher sinken. Wenn man es abgibt und einen Hohlraum hat, ist man natürlich leichter und kriegt Auftrieb. Über ein Nervensystem, hier mit 12 dargestellt, werden die Tentakel über die 11 dargestellte Tentakelseite gesteuert. Und ja, die Rippenquallen heißen so, weil sie Rippen haben, auch wenn sie keine Quallen sind. Denn sie verfügen über 8 Rippen, hier in 13 dargestellt, die genauer als Bänder zu bezeichnen sind, denn sie sind mit vielen kleinen Geißeln bestückt, welche der Fortbewegung dienen. Damit kommen wir auch schon zum Thema Fortpflanzung der Rippenquallen. Interessant und wichtig auch, alle von ihnen vermehren sich sexuell. Sie sind ausnahmslos zwittrig, das heißt, verfügen sowohl über weibliche als auch männliche Geschlechtszellen bzw. sind in der Lage, diese auszubilden, haben allerdings auch Hoden und Eierstöcke, die sich dann nahe der Rippen befinden. Die Geschlechtszellen, also Gameten in Form von Spermien und Eizellen, werden nach ihrer Bildung durch Gonoporen genannte kleine Öffnung der Außenhaut in das umliegende Wasser abgegeben. Da angekommen, vermischen sich diese mit den Gameten anderer Rippenquallen. Ausnahmegattung Nemiopsis, da kommt auch Selbstbefruchtung vor, das heißt, sie können sich dann halt auch selber befruchten und es kommt dann zur Befruchtung. Eine weitere Ausnahme hierbei ist die Art Dialyphiella, die ist lebend gebärend. Nach der Befruchtung kommt es zu Zellteilungen, bei welchen bereits ein kleiner Organismus mit gleichem Aufbau entsteht und zur vollständigen Rippenqualle heranwächst.
Das Stadium wird Spytipäa genannt. Zur Ökologie der Rippenquallen können wir erst einmal sagen, dass sie in allen Meeren vorkommen, und zwar bis zu einer Tiefe von 3000 Kilometern, also auch tiefseebewohnende Arten. Sie sind Prädatoren, also Räuber, und ernähren sich daher heterotroph von Plankton, Larven, Würmern, Krebsen, Fischen und anderen Nesseltieren. Das heißt, eigentlich andere Nesseltieren ist ja nicht korrekt, sondern von Nesseltieren. Sie selbst sind ja keine. Denn das Interessante ist ja, sie haben zwar Nesselzellen, aber das sind nicht ihre. Sondern wenn sie ein Nesseltier erbeuten, dann werden diese Nesselzellen von denen als sogenannte Kleptokniten aufgenommen, nicht verdaut und selber in die eigenen Tentakeln eingebaut. Das heißt, sie tun quasi gar keine Nesselzellen ausbilden, sondern nehmen sie nur von ihrer Beute. Das war natürlich ein großes Problem, denn dadurch hat man gesagt, naja, die haben Nesselzellen, das sind wohl Nesseltiere. Denn man hat halt vermutet, dass sie selber bilden. Aber da sie ja, wie ich schon gerade erklärt, gestohlen sind, musste eine taxonomische Umgruppierung erfolgen, weswegen sie halt ihre eigene Gruppe bekommen haben. Daher werden die Nesselzellen von ihnen auch nicht mehr Nesselzellen genannt, auch wenn sie funktionstechnisch wie diese sind, sondern Kleptokniden. Von Klepto, Diebstahl, Klauen und ja, Nieder von den Nesselzellen abgeleitet. Und damit kommen wir zu den eigentlichen Nesseltieren, den echten Nesseltieren, wenn wir so wollen, den Cnidaria. Und ja, der Name beschreibt schon, was ich gerade auch vorher schon sagte. Wichtigstes Merkmal ist halt das Vorhandensein von eigenen Nesselzellen. Also muss selber hergestellt worden sein, nicht geklaut. Der Stamm umfasst sehr viele echte Quallen, wie Würfelquallen. Es kommen aber auch Seeanemonen, Stein- und Weichkorallen vor. Wie jeder wahrscheinlich weiß, das enthalten die Nesselzellen Toxine, meist Nervengifte. Und diese können von leichten Entzündungen bis hin zu großen Schmerzen oder auch permanenten Nervenschädigungen, Lähmungen und sogar zum Tod führen. Der Aufbau dabei ist natürlich ganz interessant. Die Nesselzellen, die auch Nematozyden oder Knitozyden genannt werden, befinden sich als kapselartige Einlagerung in der Außenhaut Epidermis, hiermit 1 dargestellt. Und den größten Teil der eigentlichen Nesselzelle bildet die Nematozyste. Die ist quasi das eigentliche Zellumen und ist mit einer Flüssigkeit aus Proteinen und Aminosäuren gefüllt, die meist toxische Eigenschaften haben. Die Nematozyste wird nach außen durch eine Kapselhülle, hier mit 2 dargestellt, von der Epidermis räumlich getrennt. In ihr befinden sich im äußeren Bereich der Zellkern und im inneren Bereich befinden sich hingegen der funktionelle Nesselschlauch mit Widerhaken, also das eigentlich wichtige Organ innerhalb dieser Organelle. Der Nesselschlauch wird durch die Einstülung der Zellmembran, die ihn umschließt, unter Druck gehalten und wird der Mechanorezeptor, also die Sinnesgeißel, hier mit 7 dargestellt, auf der Außenseite berührt, dann kommt es zu einer explosionsartigen Entladung des Nesselschlauchs. Und man hat sich gefragt, wie das funktioniert, das möchte ich gleich erklären. Erstmal möchte ich aber festhalten, die Nesselzellen dienen in der Regel der Abwehr von Angreifern, können aber auch dem Erbeuten von Nahrung dienen, haben also sowohl offensive als auch defensive Funktionen. Interessant dabei und wichtig auch ist, nach der Verwendung können sie nicht mehr verwendet werden, einmal abgeschossen ist es verbraucht. Sie müssen dann nachgebildet werden, das dauert etwa 48 Stunden. Und daher wäre es rein vom Verbrauch her betrachtet sehr unökonomisch, wenn bei jedem Kontakt, zum Beispiel wenn da jetzt gar keine Beute oder Angreifer, sondern ein Treibgut drauf trifft, alle Nesselzellen zu verbrauchen, ohne daraus einen Vorteil zu ziehen. Denn man hat ja quasi Energie aufgewendet, um sie herzustellen, verbraucht die dann, hat sich aber nicht geschützt, hat auch keinen Vorteil davon. Und im schlimmsten Fall ist man jetzt ungeschützt für den Nächstangriff, wenn man doch 2 Tage quasi braucht, um die nachzubilden. Das ist natürlich evolutiv nicht sinnvoll gewesen, hat sich deswegen auch nicht durchgesetzt, sondern es haben sich Mechanismen etabliert. Und zwar führt ein rein mechanischer Kontakt nur zum Abfeuern einer einzelnen Nesselzelle. Beziehungsweise von, je nachdem wie groß die Kontakte ist, von wenigen Nesselzellen.
Und erst wenn ebenfalls chemische Reize vorliegen, die anzeigen, dass es sich um Beute und damit ökonomisch sinnvollen Einsatz handelt, kommt es zur massenhaften Abfeuerung. Das möchte ich euch mal darstellen. Stellen Sie sich vor, das Beutetier berührt jetzt die Nesselzellen und löst den mechanischen Reiz aus. Okay, mechanischer Reiz ist ausgelöst. Jetzt wird eine Nesselzelle rausgeschossen oder wenige Nesselzellen herausgeschossen. Diese treffen das Beutetier mit bis zu 20 Metern pro Sekunde. Man bedenke, das sind 72 Kilometer pro Stunde. Das führt zum Eindringen und kann auch Wunden verursachen. Denn wir müssen bedenken, auch wenn die Masse gering ist, Kraft berechnet mit Masse mal Beschleunigung zum Quadrat. Bei einer Beschleunigung von 72 km pro Stunde zum Quadrat, da macht die Masse halt nicht sehr viel aus, schon anhand der Formel zu erkennen, dass ja, die Geschwindigkeit quasi zum Quadrat ist, während die Masse ein linearer Faktor ist. Jedenfalls, durch die so verursachten Wunden gelang Zucker in das Wasser aus dem Blut und das tut die Reizschwelle der Nesselzellen herabsetzen. Das heißt, sie sind jetzt leichter zu reizen. Und natürlich, wenn auf einmal Blut ins Wasser gelangt, dann hat man was Organisches getroffen und dadurch wird Beute angezeigt. Das führt dazu, dass nun viele weitere Nesselzellen entladen werden, die das Beutetier schwer verletzen, denn jetzt hat es ja ganz viele Öffnungen, aus dem Blut dringt. Dies hat wiederum zur Folge, dass nun auch Protein in das Wasser gelangt, darunter Prolin, welches die Reizschwelle der Nesselzellen stark erhöht. Da sie jetzt stark erhöht ist, werden sie nicht mehr so schnell abgefeuert. Sie werden also auch nicht mehr entladen, denn es ist unökonomisch, schwer verletzte Beute weiter zu attackieren. Das heißt, wir haben hier einen ökonomischen, sparsamen Einsatz. Denn es ist jetzt so, es wird erstmal getestet, ist das Beute? Wenn ja, okay, dann feuere ich noch ein paar ab. Und dann kommt quasi der Reiz, okay, das ist jetzt schon schwer verletzt, die Beute, die hat keine Chance mehr, ich brauche jetzt keine mehr abschießen. Wir möchten uns auch den biochemischen Ablauf der Entladung anschauen. Ja, ich bin nur mal Biologe und Chemiker. Ich kann nicht drum herum. Außerdem finde ich es interessant. Was allerdings interessant ist, dass der genaue Ablauf noch nicht abschließend geklärt ist. Man hat jedoch Cnidoin als ein elastisches Protein nachgewiesen, welches funktionell wichtig sein könnte. Bisher war die Vermutung, eine chemische Ladungsüberdruck im Inneren der Nesselzelle würde zur Explosion, also zur explosiven Entladung führen. Das wurde jedoch widerlegt. Da die Polyglutaminsäure nicht dissoziiert, das heißt in einer Verbindung und nicht als geladene Ionen vorliegen und damit keine Ladung aufbauen könnte, die es chemisch auszugleichen gäbe. Daher wird vermutet, dass eine Kallamp-Explosion zwischen Oxonium-Ionen, also H3O, und der Säuregruppe oder den Säuregruppen COOH der Polyglutaminsäure Ursache sind. Das schauen wir uns genauer an, das klingt jetzt erstmal sehr trocken. Wichtig ist allerdings, dass bei einer Kallamp-Explosion es sich um das Auflösen einer Bindung handelt, die spontan funktioniert, mit der Folge, dass ein reaktiver Zustand erreicht wird. Wie sieht das jetzt mal aus? Also, wir haben hier die Säuregruppen der Polyglutaminsäure, die liegen Gebindungen ladungsneutral vor. Wir sehen hier COOH zweimal und durch die Wasserstoffbrückenbindung des Wasserstoffatoms zum Sauerstoffatom ist diese Verbindung neutral, es gibt quasi keine Ladung und damit auch keinen Ladungsdruck. Zur Erläuterung, was ist Ladungsdruck? Ladungsdruck ist immer dann vorhanden, wenn irgendwo ein Überschuss an einer Ladung ist, also wenn zum Beispiel negativ geladene Ionen vorliegen, dann haben wir einen Bereich, der negativ geladen ist. Das heißt, das ist ein negativer Ladungsdruck, der versucht werden wird, durch die ganzen Naturgesetze bedingt, wieder ausgeglichen zu werden auf neutral, das heißt positive Ionen würden damit reagieren. Zweitens, wie ist noch nicht bekannt, aber es folgt eine Reaktion, die die Bildung von Oxonium-Ionen begünstigt, indem Wassermoleküle die Protonen der Säuregruppe herauslösen. Dadurch liegen gleich viele positive geladene Oxonium-Ionen und Säurereste vor. Das heißt, es ist insgesamt immer noch neutral, denn die Anzahl negativ und positiv geladener Atome oder besser gesagt Verbindungen ist hier identisch. Wir sehen es gerade hier, das Wasser greift die Brückenbindung an, Wasserstoff wird herausgelöst und wir haben zwei Hydronium-Ionen und zwei Säurereste.
Dazu kommt der nächste Schritt. Die positiv geladenen Oxonionen verlassen daraufhin die Kapsel. Die können raus. Das heißt, innerhalb haben wir nur noch die negativ geladenen Säuregruppen. So, jetzt kommt, denke ich, die einfachste Schulphysik. Negativ geladene Teilchen stoßen sich nun mal elektrostatisch ab, das ist so, und beanspruchen dadurch mehr Raum. Denn sie können ja nicht nah beieinander lagen, sondern müssen sich theoretisch so weit entfernen, dass ihre negativen Ladungen sich nicht mehr gegenseitig abstoßen. Das führt natürlich zu Raummangel, denn da, wo jetzt gerade quasi gleich viele waren, sind jetzt gleich viele mit negativer Ladung, die mehr Platz brauchen. Das führt natürlich zu einem Innendruck. Und wenn der zu hoch wird, dann öffnet sich die Kapsel oben und es kommt zur explosiven Entladung, der Druckausgleich durch diese sogenannte Ladungsschwelle, den Ladungsdruck. Womit wir auch beim letzten Thema für heute angelangt sind, den zwei Seidentieren, fachklug Bilateria. Der Name sagt schon, es ist Programm. Alle Vertreter sind bilateral symmetrisch, das heißt, sie haben eine Spiegelebene und wenn man sie an dieser spiegelt, dann sind sie identisch. Und diese Spiegelebene wird fachchinesisch Sagittalebene genannt. Wichtigster bei dem Spiegelbild ist aber nur schematisch gleich. Es kann und es gibt immer diverse Unterschiede. Beispiel unser Gesicht, spiegeln wir das, dann sehen wir eindeutig, dass unsere Gesichtshälften nicht identisch sind. Sie sind ähnlich, aber nicht identisch. Nicht mal alle Organe sind identisch, wenn wir den ganzen Körper spiegeln. Bedenken wir die Leber, die liegt nicht zentral im Körper und ist nur auf einer Seite vorhanden, auf der anderen nicht. Das heißt, wenn ich quasi meinen Körper röntgen würde und das Röntgenbild in der Mitte spiegeln würde, wären nicht mal die Organe identisch. Was allerdings wichtig ist, dass wenigstens ein Stadium die Symmetrie gegeben ist. Und das ist manchmal teilweise schon das Spermium. Weitere typische Merkmale. Erstens, es gibt ein übergeordnetes Teil des Nervensystems, ein Ganglion oder wie wir es haben, ein Gehirn. Zweitens, man muss in der Lage sein, Vorderseite mit Mundöffnung und Hinterseite ohne solche zu unterscheiden. Drittens, man muss eine Bauchseite, die Ventralseite, die über irgendwelche Arten von Fortbewegungsapparaten wie Füße oder Kriechsohle und der Rückenseite, die Sorsalseite, unterscheiden können, die nicht solche hat. Viertens. Die Bilateria haben drei Keimblätter. Normalerweise kommt ja, wie wir gelernt haben, das Ecto- und Endoderm hervor, aber nur bei den Bilateria kommt nur ein drittes vor, und zwar das Mesoderm. Von Namen her natürlich nicht blöd gewählt, Außen-, Mittel- und Innenkeimblatt sozusagen. Damit sind wir mit den theoretischen Grundlagen durch und jetzt kommt, was immer kommt. Bitte pausiert doch das Video an dieser Stelle, damit ihr das, was ihr gerade gelernt habt, an den Übungen, die ich mir hier ausgedacht habe, üben könnt. Nehmt euch Stift und Papier oder irgendein anderes Medium und versucht die Aufgaben mal zu lösen. Ich springe derweil zu der Lösung und ja, ihr lasst weiterlaufen, wenn ihr denkt, ihr seid fertig. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Frage 1. Warum ist die deutsche Bezeichnung Rippenquallen der Xenophora verwirrend? Ja, sie ist halt verwirrend, da das typische Merkmal der Quallen Nesselzellen sind, die sie selbst hergestellt haben, also eigene Nesselzellen. Xenophora hingegen haben zwar Nesselzellen, aber die haben sie nicht selber hergestellt, sondern von echten Quallen erbeutet, die nicht verdaut wurden und dann in die eigene Epidermis eingebaut wurden. Nächste Frage war, bei Statozysten, deren Name wörtlich übersetzt stehende Blase bedeutet, handelt es sich um Gleichgewichtsorgane von einigen Wirbeltieren. Man sollte ja hier ein bisschen was beschreiben. Und bei der Statozyste handelt es sich dabei um eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase, in der ein Statolith in Form eines Sand- oder Kalkkornes liegt. Bewegt sich das Tier, dann bewegt sich natürlich auch dieses Körnchen, der Statolith da drin. Und je nach geografischer Ausrichtung, sage ich mal, ob es links liegt, rechts, oben, unten, vorne, hinten, da kullert die Kugel halt natürlich immer Richtung Schwerkraft und berührt so
jeweils das Sinnesherrschen, was gerade unten liegt, also Richtung Erdmittelpunkt. Das führt dazu natürlich, dass da ein kinetischer Reiz ausgeübt wird. Und dieser kinetische Reiz wird die angrenzende Sinneszelle weitergeleitet, wo er zu einem elektrischen Reiz umgewandelt und über Nervenfasern weitergeleitet wird. Drittens. Worin unterscheiden sich bilaterale von radialsymmetrischen Organismen? Nenne je ein zutreffendes Taxon. Das war, denke ich, nicht schwer. Der Aufbau ist halt anders. Bilaterale Organismen, wie zum Beispiel das Taxon Bilateria, haben nur eine einzige Spiegelebene, die Sagittalebene, sodass ihr Körper in zwei fast spiegelgleiche Hälften gegliedert werden kann. Das muss mindestens in einem ihrer Entwicklungsstadien funktionieren. Die radialsymmetrischen Organismen hingegen, wie sie zum Beispiel bei Ctenophora vorkommen, haben einen kreisförmigen Aufbau, wo gleichartige Schemata mehrfach auftauchen. Man kann sich zum Beispiel einen Kuchen vorstellen, den man Stücke schneidet. Alle Stücke sind im Großen und Ganzen identisch zueinander. Sie haben eine kleine Spitze vorn und ein breites Ende hinten. Und es kommt mehr oder weniger dasselbe vor, aber halt je nach Kuchen, was man hat, ich stelle mir jetzt gerade irgendwie einen Kuchen vor, der so Rosinen drin hat, nicht in jedem Kuchenstück ist automatisch gleich viel Rosinen drin. Viertens, erläutere den biochemischen Ablauf der Kallam-Explosion, der Nesselzellen. Also, wir haben hier die Säuregruppen der Polyglutaminsäure, die grundsätzlich erstmal gebunden und damit ladungsneutral vorliegen. Es herrscht also keine Ladungsdivergenz und kein Ladungsdruck. Wie genau es funktioniert, weiß keiner, aber auf jeden Fall werden dann Oxonium-Ionen gebildet, indem die Wassermoleküle, die sich in der Zelle ja sowieso finden, die Protonen der Säuregruppe herauslösen und dann liegen gleich viele positiv geladene Oxonium-Ionen und Säurereste vor. Weiterhin ist allerdings die Ladung neutral und kein Ladungsdruck, denn die Anzahl positiv und negativ geladener Teilchen ist identisch. Jetzt kommt's, wo der Ladungsdruck entsteht. Die Kapsel ist so aufgebaut, dass die positiv geladenen Oxonium-Ionen diese verlassen. Das heißt, wir haben dann nur noch negativ geladene Säuregruppen da drin. Und ja, elektrostatisch tun sich nun mal elektrisch gleich geladene Teilchen, hier in dem Fall negative, abstoßen. Und zwar so weit, bis diese gleiche Ladung, sage ich mal, so weit voneinander entfernt ist, dass diese elektromagnetischen Kräfte, Abstoßungskräfte, nicht mehr wirken. Wie man sich vorstellt, zwei Magneten mit demselben Pol aneinander hält, man kann sie nicht zusammendrücken, sondern sie werden den Abstand immer zueinander halten. Aber irgendwann sind sie so weit entfernt, dass sie sich selbst eigentlich nicht mehr abstoßen, weil quasi die Lücke dazwischen groß genug ist. Und genauso ist es hier. Und das führt natürlich dazu, dass der vorhandene Raum jetzt deutlich mehr beansprucht wird. Es kommt zum Raummangel. Und ja, es entsteht quasi ein Druck dadurch. Und dieser führt zu der explosiven Entladung. Fünftens. Nenne vier typische Merkmale des Taxons zwei Seitentiere, die Bilateria. Erstens war da, dass mindestens in einem Entwicklungsstadium sie über zwei identische Körperhälften verfügen müssen. Dann muss es auch noch ein übergeordnetes Teil des Nervensystems, wie ein Ganglion oder ein Gehirn geben. Des Weiteren muss man in der Lage sein, Vorderseite und Hinterseite zu unterscheiden, wobei die Vorderseite einen Mund hat und die Hinterseite nicht. Man muss auch zwischen einer Bauchseite, die irgendeinen Fortbewegungsmechanismus besitzt, und einer Rückenseite, die sowas nicht aufweist, unterscheiden können. Wird auch Ventral- und Dorsalseite genannt. Und sie haben drei Keimblätter, das Ekto, Meso und Endoderm. Sechstens. Welche dieser Aussagen sind wahr, welche falsch? A. Die Spiegelebene der Bilateria wird Sagittalebene genannt. Das ist natürlich wahr. B. Bei einer Kriechsohle handelt es sich um ein dorsales Organ. Falsch, denn Fortbewegung muss halt am ventralen Organ stattfinden. C. Die Nematozyste enthält unter anderem die Kapselhülle. Auch das ist falsch. Und D war auch falsch, und zwar, dass alle Rippenquallen nicht lebend gebären sind. Wir erinnern uns, es gab da eine Ausnahme, die in der Lage ist, Leben zu gebären. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand, es war ein sehr interessantes Thema, denn wir kommen ja langsam zu den
Tieren im eigentlichen Sinne, sage ich mal. Also so Sachen, die man eher auch kennt. Quallen, denke ich, sind schon bekannt. Ich würde mich auf jeden Fall über Rückmeldungen freuen. PS, gute Rückmeldungen sind mir natürlich ein wenig lieber als schlechte, aber schlechte helfen mir auch. Und würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und mir einen Daumen hoch geben würdet. Denn ja, das unterstützt mich halt bei der Erstellung der Videos, weil nur mit entsprechenden Abonnements, guten Bewertungen, Laufzeit etc. komme ich seit den Neuregelungen dann wieder in die Monetarisierung rein. Und ja, wäre natürlich schon schön, wenn ihr Lust habt, mich zu fördern, wäre das eine tolle Maßnahme. Kostet euch nicht viel, 2 Klicks, je nachdem, was ihr alles anklickt. Auf jeden Fall verabschiede ich mich in ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit, gefällt euch und ich hoffe natürlich, dass wir uns wiederhören. Und bis dahin sage ich Tschüss!